2 Jahre her ist die verheerende Explosion im Beiruter Hafen jetzt. 200 Menschen kamen damals ums Leben, 6.500 weitere wurden verletzt. Paul und Tracy Najjar haben an diesem Tag ihr Haus und ihre 3-jährige Tochter Alexandra verloren. Trauer, aber auch Wut empfinden sie bis heute. Wie viele andere Betroffene zweifeln sie an der libanesischen Justiz, die bis heute niemanden verurteilt hat. Doch irgendwer muss doch verantwortlich dafür sein, dass tonnenweise Ammoniumnitrat im Hafen gelagert war. Ein Verbrecher zieht sich nicht selbst zur Rechenschaft. Wir alle wissen, wie sehr das System und sogar die Politiker an den Geschehnissen mitschuldig sind. Natürlich verlieren wir die Hoffnung, dass es im Libanon Gerechtigkeit geben wird. Das war uns von Anfang an bewusst. Wir werden keine Anstrengungen für die libanesische Justiz unternehmen, außer um zu zeigen, dass die Justiz versagt. Der leitende Ermittler im Fall der Explosion nahm ranghohe Beamte ins Visier, wurde aber daraufhin von diesen verklagt. Die einflussreiche Hisbollah-Bewegung fordert seine Ablösung. Andere Klagen verliefen ebenfalls im Sand. Die Najjars wollen trotzdem nicht aufgeben, auch wenn sie inzwischen wieder ein Kind bekommen haben. Wir werden bis zu unserem Tod für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen. Und wenn wir sterben und das immer noch nicht erreicht haben, dann möchte ich, dass unser Sohn Axel diesen Fall weiterverfolgt. Es ist mir wichtig, dass er von klein auf dieses neue Leben lebt, das zu unserem Leben geworden ist. Dieses Leben des Kampfes, der Gerechtigkeit und der Wahrheit, das Leben des 4. August. Paul Najjar findet, dass nur eine internationale Untersuchung helfen würde. Doch Versuche, im vergangenen Jahr eine solche Kommission einzurichten, sind allesamt gescheitert.